Ja, danke für die Einladung, für diesen Abend und die Gelegenheit zum Austausch oder jetzt mal zuerst zu einer Präsentation. Und ja, es geht mir tatsächlich mit diesem Buch darum, einen neuen, kritischen, aber auch sehr vertieften Blick in eine Vergangenheit, die noch nicht Vergangenheit ist, zu tun. Talat, so sagt es der Titel des Buches. Also das Buch ist auf Englisch erschienen. Es wird nächstes Jahr auf Türkisch erscheinen, bei İletişim in Istanbul. Der Titel heißt ja also Talat Pascha, Father of Modern Turkey, Vater der modernen Türkei, Architect of Genocide, Architekt eines Völkermordes. Und ja, also das heißt, Titel verkürzen immer. Die Aussage ist, dass er ein Mitbegründer der heutigen Türkei ist. Alle denken natürlich zuerst an Mustafa Kemal Atatürk, der den Namen Vater im Namen Atatürk drin trägt. Und mit dieser historischen Analyse soll einfach klar sein, dass Atatürk auf den Schultern von Talat und natürlich anderen mehr aufbaut. Wir können ja Geschichte nicht auf große Männer reduzieren. Und er war der hauptverantwortliche Planer des Völkermordes während des Ersten Weltkriegs. Nun, ich möchte zuerst kurz einen Abriss seines Lebens vorstellen und dann auch kurz fragen, warum eigentlich eine solche Biografie? Und es gibt nämlich schon zwei auf Türkisch. Und dann kommen wir zu diesen kurzen Thesen. Und dann habe ich auch eben noch effektiv noch einige Dias, PowerPoint, die dann sehr konkret die Etappen des Lebens und der Geschichte, die Talat geprägt hat, beinhaltet. Also es geht nicht jetzt allein um den Völkermord an den Armeniern. Es geht um Talat Pascha, wohlverstanden. Aber das Buch bringt sehr deutlich zum Ausdruck, auch schon im Titel, mit dem ersten Kapitel auch des Buches, das mitten in die Sache geht, dass 1915 und damit der Völkermord an den Armeniern die politisch intensivste, fatalste Tat, politische Tat Talats war. Das ist etwas, was so natürlich von vielen nicht akzeptiert würde. Aber in dieser politischen Biografie, um die es sich hier handelt, und die ich untersucht habe, ist mir klar geworden, dass er wirklich in diesem Jahr und mit dieser Politik der Säuberung Anatoliens von den Volksgruppen, die er und seine Partei nicht mehr haben wollte, dass er da quasi das Maximum seiner politischen Intensität erreichte und am aktivsten war. Nun, aber zurück zum Lebenslauf sozusagen. Geht es akustisch? Ja. Hört man nicht gut. Also Talat stammte aus bescheidenen Verhältnissen, war eine Halbwaise, hat nie eine Schule bis zum Ende besucht.
die Grundlage dafür, dass er zum mächtigsten Mann wurde im Osmanischen Reich in den 1910er Jahren, hat er dadurch gelegt, dass er vor 1908, also vor der Jungtürkischen Revolution, ein außerordentlich engagierter Networker im Untergrund war. Und zwar für die damalige Untergrundopposition der sogenannten Jungtürken. Und die wichtigste Organisation war Einheit und Fortschritt, Union and Progress, Ittihad Terakki. Also er hat sich damals schon sozusagen ein Prestige erarbeitet, dadurch, dass er kühn, engagiert und auch geschickt war und dadurch entscheidend beitrug zur Jungtürkischen Revolution vom Juli 1908. Das ist ja ein globalgeschichtliches Ereignis. Anders als andere, die damals auch wichtig waren, andere Größen, ich weiß nicht, wie viel Vorkenntnisse sie haben, also ich versuche jetzt möglichst auch für solche ohne Vorkenntnisse zu reden, also Dr. Nazim Bahattin Shakir oder Enver, den späteren Enver Pasha etc. Im Unterschied zu den anderen ist Talat dann nach der Revolution auch in die öffentliche Politik eingestiegen, also ins Parlament, das wieder eröffnet wurde. Da war ja ein kurzer, enthusiastischer Aufbruch im ganzen Nahen Osten, der damals osmanisch war, im Glauben an einen Verfassungsstaat, an Demokratie, an Beteiligung aller Gruppen und Überbrückung der Gegensätze, der religiösen und der ethnischen Gegensätze. Also eine noch intensivere Hoffnung, als wir sie vom arabischen Frühling, der nicht ganz so lange zurückliegt, her kennen. Das betraf ein noch größeres Gebiet und war anhaltender als der arabische Frühling, aber auch nicht lange anhaltend. Nun, er wurde Abgeordneter nach der Jungtürkischen Revolution Ende 1908. Er wurde Innenminister im Sommer 1909 und er sammelte sich so politische Erfahrung, also auch auf dem offiziellen Parkett der Politik, nicht nur als Untergrundpolitiker und auch Straßenpolitiker. Oder wie hat man früher gesagt, außerparlamentarische Opposition und so. Also das beherrschte er, dieses Handwerk. Und nun begann er auch das andere Handwerk zu beherrschen. Und diese zwei Füße sozusagen seiner politischen Person, die machten ihn einzigartig und verliehen ihm die Machtmittel, die dazu führten, dass er schließlich der Stärkste war. Und das mit dem Triumvirat auch nicht stimmt, auch wenn es in allen Universitätslehrbüchern drin steht und sonstigen Geschichtsbüchern. Am Schluss hat Talat die Dinge bestimmt im Osmanischen Reich, und zwar vom, sagen wir, Sommer 1914 an spätestens. Nun, Talat hat den Glauben an parlamentarische Politik relativ rasch verloren. Also wir können gewisse Parallelen ziehen zu anderen Politikern, die zeitlich näher liegen, die zuerst auch Hoffnungsträger waren, und zwar nicht nur im Land, sondern in ganz Europa war Talat ein Hoffnungsträger, ein junger, aufstrebender, energischer, demokratisch, scheinbar demokratisch gesinnter Politiker. Er ist Ende 1912 ein Radikaler und ein Kriegstreiber. Damals für kurze Zeit in der Opposition, das heißt die Partei Einheit und Fortschritt, Ittihad Terakki, die sich nicht voll installierte in diesen ersten vier Jahren nach der Jungtürkischen Revolution. Die hatten auch gar nicht das Kader dazu. Das waren ja junge Revoluzzer, die keinerlei Staatserfahrung hatten.
Also von daher, sie konnten aber relativ erfolgreich Druck ausüben auf den Staat und so doch weitgehend ihre Wünsche einbringen, vor allem auch was die Besetzung der Posten im Staat betraf. Aber die Situation wurde immer schwieriger, auch das hatte auch mit Verlusten von Territorium zu tun, mit zum Beispiel auch dem Krieg in Libyen, der italienischen Invasion, die sehr stark zur Erhitzung der Gemüter und zur Polarisierung beitrugen, sodass es einen Putsch gab im Sommer 1912, im Juli 1912, der für kurze Zeit, also für ein halbes Jahr, eine andere Partei, eine nominal liberale und etwas konservative Partei, an die Macht brachte. Und in dieser Zeit sah es fast so aus, dass Ittihad Terakki, also Talats Partei, abtreten müsse. Und das ist eben die Zeit, in der er zum Radikalen wurde. Es ist ja oft eine Frage, wie entwickeln sich Menschen? Es ist ja nicht so, dass ein Mensch gemacht ist, von Anfang an quasi die Gene für etwas mit sich trägt. Und dann kommt es genauso raus. Also Adolf Hitler zum Beispiel ist ja nach dem Ersten Weltkrieg zu einem Antisemiten, zu einem richtigen politischen auch Antisemiten geworden, nicht vorher. Und Talat Pascha erscheint Ende 1912 sehr deutlich als ein Radikaler, noch nicht ein radikaler Anti-Armenier, also das ist ja noch nicht sichtbar. Weil der Blick ist vor allem auf den Westen des Reiches, auf den den Balkan, Mazedonien, die Gebiete nahe bei Istanbul, da ist sehr vieles schon verloren gegangen. Und im ersten Balkankrieg, das war der Herbst 1912, da ging sehr, sehr viel noch mehr verloren. Und in dieser Zeit sehen wir den Radikalen und den kriegswilligen Talat, also denjenigen, der den Krieg als Mittel seiner Politik fortan permanent einsetzen wird. Man hat immer, und man liest bis jetzt in allen Büchern, die erschienen sind, der erste Balkankrieg kam, weil eben die Balkanstaaten, also das waren ja frühere osmanische Untertanengebiete, weil die so aggressiv geworden waren und sich eine Koalition gebildet hatten im Frühjahr 1912, das stimmt auch, und sie waren auch aggressiv. Was man nicht gesehen hat oder irgendwie wahrscheinlich ist das irgendwie vergessen gegangen oder man hat ist das dem nicht richtig nachgeforscht, ist, dass es eben innerhalb der Türkei, und zwar eben die Ittihad Terakki, also Talats Leute und vor allem Talat, solche gab, die unbedingt Krieg wollten. Also Talat hat vor dem Ausbruch des Ersten Balkankriegs im Oktober 1912, hat er im September mit Brüdern in der Partei, sie nannten sich Brüder untereinander, haben sie zu Krieg aufgerufen. Das war ihre Reaktion auf die relativ aggressive Rhetorik aus der Nachbarn. Wir reagieren auch mit Krieg, wir sind bereit, wir wollen Krieg. Die Regierung wollte keinen Krieg, vor allem nicht der Außenminister. Das war ein Armenier, Gabriel Novedungian, ein sehr erfahrener Politiker. Aber er war einsam auf weiter Flur, die Regierung war schwach. Und die starke Opposition jetzt der Straße, die organisierten die Straße und Riesenveranstaltungen auf Sultanahmet, mitten in Sultanahmetplatz in Istanbul, mit dem Ruf nach Krieg. Wir wollen Krieg, wir wollen Krieg. Und diese und jene Städte schrien sie aus voller Brust, die sie wiedererobern wollten. Nun,
Ich, das Buch, stellt Talat und seine Leute als rechtsgerichtete Revolutionäre dar. Rechtsrevolutionäre. Also ja, im Unterschied, also in Abgrenzung zu linksgerichteten Sozialrevolutionären. Natürlich, les extrêmes se touchent oft, also es gibt Überschneidungen zwischen den verschiedenen Arten von Revolution, die Gewaltbejahung zur Veränderung der Gesellschaft und zum Teil dann auch die Muster der Gewalt, die Sozialtechnologie, die Demographic Engineering und so, etc. Da sehen wir zum Teil dann gar keine Unterschiede, wenn wir im 20. Jahrhundert schauen, im real existierenden Sozialismus, meine ich. Trotzdem, ich halte an dieser Unterscheidung fest, inwiefern Talat ist, und nicht er allein, ein selbsterwählter Retter, nicht der Menschheit oder einer bescheidenen Lebenswelt oder einer bescheidenen Region, also weder das eine, weder die Menschheit noch ein bescheidenes Ziel, sondern, und das ist das Rechtsgerichtete, der Nation, der Religion und des Reiches, also Türkentum, Islam und Reich, ja, das Osmanische Reich, der Staat, der imperiale Staat. Also wir sehen ihn ganz klar in diesem Fahrwasser von dieser Zeit an. Und wir sehen ihn an diesem Punkt auch, also so Ende 1912, und zusammen mit dem Putsch, den er organisiert, also er ist der Drahtzieher, Enver ist immer derjenige, der ganz vorne ist und den die europäische Presse dann beschreibt und meint, er sei, der alles mache, aber es ist eigentlich Talat, der die Fäden zieht. Und also Talat ist Seele, Hirn und Knotenpunkt der Partei Ittihad Terakki von dann an. Und nicht nur den Putsch, den erfolgreichen Putsch von Ende Januar 1913, auch diese unglaublich wichtige Wiedereroberung von Edirne, also ist eine Stadt nahe bei Istanbul, im Westen von Istanbul, wo seine Geburtsstadt übrigens, Talats Geburtsstadt, er fädelt das auch ein. Aber Enver ist dann wiederum derjenige, der in als Offizier dann vor Ort geht, in Erscheinung tritt als Erster. Nun, in diesem Jahr beginnt das erste Einparteiregime des 20. Jahrhunderts. Das ist das Regime Ittihad Terakki in Istanbul. Wir können für dieses, also für 1913-14, von einem Triumvirat reden. Also wir müssen den Begriff nicht ganz in den Kübel kippen. Er stimmt für diese kurze Periode. Da sind auch Enver und Cemal in der Hauptstadt. Und Talat ist zwar klar der Primus inter pares, aber sie sind alle drei starke Persönlichkeiten. Talat hebt sich dann vom Sommer 1914 an deutlich ab, weil er eben sowohl in der Regierung als auch im Zentralkomitee der Partei verankert und federführend ist. Und er übt fortan eine Diktatur aus, allerdings nie eine abgehobene Diktatur. Er ist nicht ein abgehobener Diktator wie später Stalin, Hitler, Atatürk, Mussolini. Er ist immer, wie soll ich sagen, er manövriert immer in diesen beiden Hauptgefäßen und ist, ich nenne ihn dann auch ein Hub, also er ist eine Art ein Knotenpunkt, also je nachdem, was das Kräftefeld erlaubt, das tut er, aber er ist es, der es dann bestimmt und tut. Ja. Was wir auch sehen müssen in seiner Biografie, ist das Zusammengehen von dieser
Zeitpunkt an, aber es beginnt eigentlich schon 1909, nur ist es, muss das sozusagen erst, es muss zuerst ja, wachsen, und ab 1912-13 wird es sichtbar, nämlich das Zusammengehen mit einem ganz wichtigen Ideologen namens Ziya Gökalp. Also Talat und Ziya Gökalp sitzen miteinander im Zentralkomitee von Einheit und Fortschritt seit dem Herbst von 1909. Ziya Gökalp ist der geistige Vater des türkischen Nationalismus bis heute. Die heutige Nummer 1 der Regierungspartei ist wegen einem Gedicht von Ziya Gökalp, also das meinten alle, auch derjenige, nämlich die Nummer 1 der heutigen Regierungspartei, der dieses Gedicht Ende der 90er Jahre zitierte oder in den 90er Jahren zitierte, also ein Ziya Gökalp-Gedicht, in Wirklichkeit ist es nicht ein Ziya Gökalp-Gedicht, aber es ist absolut im Geiste Ziya Gökalps geschrieben. Musste ins Gefängnis wegen diesem Gedicht. Also nur um zu zeigen, Ziya Gökalp ist bis heute tatsächlich der geistige Vater des Nationalismus, und mit Talat zusammen müssen wir ihn historisch wahrnehmen. Also der eine der Ideologe, der andere der Entscheider, der Politiker, der Organisator. Man hat Talat oft falsch nur als einen Macher wahrgenommen, als Executive. Aber Talat ist eine hochideologische Person auch von dieser Zeit an. Er war einerseits bestrebt, eben ganz im Geiste Gökalps, des Türkismus von Gökalp, des Pantürkismus von Gökalp, aber ein sehr stark islamischer Pantürkismus, war er einerseits bestrebt, aus Anatolien, Kleinasien, ein uneingeschränktes Nationalheim, uneingeschränkt souveränes Nationalheim für türkischsprachige Muslime zu machen, und aber auch, also das war sozusagen das Minimalziel, sowohl ideologisch als auch politisch. Und das hat er auch erreicht, wie wir wissen. Aber auch, nämlich eben expansiv im Sinne des Pantürkismus oder Turanismus, wie man das auch nennt, in den Kaukasus Richtung Zentralasien oder eben Turan. Das ist so einerseits ein geografischer Begriff, Zentralasien, andererseits ist es auch ein sehr mythischer, geladener Begriff. Wir sehen bei ihm beides. Oft hat man das überhaupt nicht wahrgenommen, auch nicht in der Geschichtswissenschaft, weil irgendwie diese ganze ideologische Schlagseite wenig zur Kenntnis genommen wurde und überhaupt der osmanische Erste Weltkrieg miserabel erforscht war bis ans Ende des 20. Jahrhunderts. Also erst in den letzten 10, 20 Jahren haben wir wirklich eine vertiefte Forschung. Talat und Enver suchten ab Mitte Juli 1914 proaktiv das Kriegsbündnis mit Deutschland. Also nicht Deutschland fragte bei der osmanischen Regierung nach, wie wäre es im Falle eines Krieges, kennt ihr auf unsere Seite, ganz umgekehrt. Die kamen zum deutschen Botschafter und auch zum österreichischen Botschafter und sagten, jetzt ist Gelegenheit, jetzt müsst ihr gegen dieses Serbien vorgehen, sagten sie dem österreichischen Botschafter, ihr seid doch nicht feige, jetzt zeigt es denen doch. Und dem deutschen Botschafter sagten sie, ja, also können wir ein Bündnis machen, sonst, also wir können auch bei den Russen nachfragen, ob die ein Bündnis mit uns machen wollen. Also, es war ein Zugzwang da, ein Schachzug. Sie sind proaktiv daran gegangen und haben dieses Bündnis erreicht, wie wir alle wissen. Es wurde am 2. August abgeschlossen in Istanbul. Nun, der Krieg war ein
absolut zentrales Mittel der Politik, wie ich gesagt habe, begonnen mit dem Ersten Balkankrieg im Herbst 1912 und jetzt fortgesetzt mit dem allgemeinen Krieg, wie man damals glaubte, man hat noch nicht vom Weltkrieg gesprochen. Kriegsziel, wahrscheinlich war die osmanische Türkei ungefähr das einzige Land mit ganz klaren Kriegszielen, nämlich eben nach innen diese uneingeschränkte Souveränität in Kleinasien zu erreichen, insbesondere sämtliche irgendwie international abgestützten Reformprojekte, die es gab, nämlich für das östliche Kleinasien, wo Armenier und Kurden lebten, war ein sehr wichtiger Reformvorschlag unterzeichnet und die Inspektoren aus neutralen Ländern schon angereist. Also das konnte man nun vereiteln und die eigene zentralistische Politik von Istanbul aus Ittihad Terakki durchführen. Aber eben noch mehr, wie wir wissen, das ganze Demografik-Engineering und auch den Völkermord. Aber damit sage ich nicht, dass der Völkermord schon entschieden war. Das wäre zu deterministisch. Ich sage nur, das Ziel, Kleinasien vollkommen souverän zu machen, das war da. Mit dem Sommer 1914 und auch das Ziel des Türkürdu. Aber das hieß noch nicht, dass Völkermord angewandt werden würde, 9 Monate später. Nun, das eine Ziel, das war, wovon wir eben sprechen, das wurde erreicht und schließlich in Lausanne 1923 auch besiedelt. Das andere Ziel, das Maximalziel, nämlich das Reich abzusichern und sogar wieder zu vergrößern, also einerseits Richtung Kaukasus oder sogar darüber hinaus, andererseits Wiedereroberung von Ägypten, Wiedereroberung auf dem Balkan, all das war auf dem Tapet während der Kriegsjahre. All das wurde natürlich nicht erreicht wegen der Weltkriegsniederlage. Und da half es auch nicht, dass die osmanische, islamische Armee des Kaukasus noch im September 1918 bis Baku vorstieß. Der Weltkrieg war verloren und die mussten sich wieder zurückziehen. Nun, Talat war so ziemlich genau vor 100 Jahren hier in Berlin, also im September. Und da erst realisierte er, dass der Weltkrieg tatsächlich verloren war, eben wegen dieses enthusiastischen, raschen Vorstoßes in den Kaukasus, wurden die Niederlagen in den arabischen Gebieten gerne verdrängt. Und nun, also hier musste er es realisieren, dass es das Ende war, dass Deutschland nicht mehr bereit war, den Krieg weiterzuführen. Und da sagte er zu seinem Berater Muhyiddin Birgen, aber du weißt, immerhin haben wir etwas ganz, ganz Wichtiges erreicht, nämlich wir haben Anatolien für uns gesichert und die Problemherde beseitigt in Anatolien. Ja. Talat und weitere Führer der Partei entzogen sich nach der Niederlage der Verantwortung und flohen ins Ausland, Talat nach Berlin, wo er im Sinne seiner bisherigen Politik agitierte, allerdings im Sinne des Minimalziels. Nach der Weltkriegsniederlage war natürlich das Maximalziel nicht mehr realistisch. Seine Kollegen sahen das zum Teil nicht ein, also Enver Pascha zum Beispiel nicht, oder auch Cemal Pascha, der nach Afghanistan ging. Aber er selber realisierte das. Und daher war er sehr bald dann auch an der Seite von Mustafa Kemal, beziehungsweise unterstützte Mustafa Kemal, den er auch akzeptierte als den Chef nun in Anatolien und mit dem er sich arrangierte. Am 15. März 1921 wurde Talat auf der Hardenbergstraße erschossen. Telirian,
Der Schütze wurde im Juni 1921 vom Gericht freigesprochen. Die deutsche Rechte, namentlich die junge NSDAP, identifizierte sich mit dem Getöteten, also mit Tat. Sie verehrte ihn als treuen Verbündeten im Weltkrieg und als einen energischen, rücksichtslosen Nationalisten, dessen Saat trotz Weltkriegsniederlage, ja sogar trotz des Todes, schließlich aufging, nämlich eben die Türkei, die in Lausanne 1923 im Unterschied zu den Deutschen erfolgreich ihren Pariser Vertrag, den Vertrag von Sèvres, revidieren konnte und einen nationalistischen Staat, revolutionär-nationalistischen Staat in Anatolien aufbauen konnte. Also, es hatten sich gleichsam die Richtungen gekehrt, von der Bewunderung Envers für Deutschland, Envers, der Militärattaché in Berlin war, da war natürlich voll Bewunderung für Deutschland. Sind wir in Deutschland gekommen, der frühen Zwischenkriegszeit, das die Türkei bewundert. Wir haben eine neue Studie von Stefan Ehrich, die dem sehr vertieft nachgegangen ist in der zeitgenössischen Literatur, deutschen Literatur. Nun, das waren diese wichtigsten Etappen der politischen Biografie von Talat. Vielleicht die Frage, aber warum eine Talat-Biografie jetzt? Also, das hätte man ja auch in einem kurzen Aufsatz sagen können. Aber eben, man muss es ja belegen. Das sind zum Teil, Sie haben es wirklich gemerkt, ziemlich grundstürzende eigentlich Statements, die eben bisher nicht so im Raume standen. Es gibt zwei türkische Biografien, diejenige von Hasan Babacan von 2005, diejenige von Tevfik Candar von 1983. Da ist einiges Interessantes an Information, auch an Interpretation drin. Candar hat allerdings keinerlei Referenzen, also man weiß nicht, worauf er sich abstützt, keine Belege, ist natürlich keine wissenschaftliche Biografie und auch abgesehen von den Fußnoten, es ist eine Biografie voll Faszination für diesen raffinierten Parteistrategen Talat. Das ist natürlich auch nicht in dem Sinn wissenschaftlich, aber es ist interessant zu lesen. Babacans Perspektive ist ganz, die Staatsperspektive ist auch fast nur auf Staatsquellen aufgebaut. Also, vielleicht war es doch nötig, eine Biografie zu schreiben und vor allem auch eine nicht in türkischer Sprache. Dann bekommen auch andere etwas mit. Vor allem eben, weil es ja darum geht, Talat zu erkennen als eine politische Figur, die über die Türkei hinaus, gerade für Deutschland, eine Bedeutung hat. Also, es ging sicher darum, eine größere Lücke im Bereich der spätosmanischen Studien zu stopfen, also überhaupt der türkischen und auch osmanisch-türkischen Geschichte. Und aber dann, also ganz besonders geht es darum, habe ich versucht, Talat als eine politische Figur wirklich des frühen 20. Jahrhunderts in größeren Europa, also größeres Europa meint Greater Europe, sagt man eben auf Englisch, und dann meint man Europa inklusive Russland und auch das östliche Mittelmeer oder beziehungsweise den Nahen Osten. Also als eine Figur zu zeigen, die pionierhaft paradigmatisch, also jetzt nicht im besten Sinn, aber prägend eben für eine ganze Epoche war.
dieses Einparteienregime hat 1913 das Europa der Extreme, der Diktaturen und der Genozide eröffnet. Es war kein orientalistischer Nebenschauplatz, wie man das eigentlich, also was man es behandelt hat, fast 100 Jahre lang. In diesem Kontext und in Talats politische Biografie ist dann natürlich auch der Genozid von 1915 einzubetten. Und er muss den Platz haben, den er tatsächlich einnimmt, also einen zentralen Platz. Sonst würden wir auch gar nicht verstehen können, warum er immer noch ein Riesenthema ist heutzutage. Nun, ein letztes Ziel, vielleicht nicht das unwichtigste meines Buches, ist es, das Thema so zu behandeln und beizutragen zur Klärung dieser schwierigen Angelegenheiten, damit ein Abschied geschehen kann, damit diese Figuren nicht ständig gleichsam einem im Nacken sitzen und dass eine Emanzipation von diesen Figuren, von diesen Ereignissen, von diesen politischen Mustern geschehen kann, denn sie sind Wiedergänger. Nicht nur in der Türkei, ich würde es auf den ganzen nachosmanischen Nahen Osten beziehen. Ich habe Hauptthesen hier zusammengefasst. Also Sie sehen es auf dem Bildschirm, wahrscheinlich kann man es so lesen, oder? Jetzt kann man eigentlich auch absolut etwas verdunkeln. Ist es lesbar noch von gut, ja. Also ich würde Talat den Elefanten im Raum nennen, das ist so ein englischer Ausdruck, der meint, es ist eigentlich etwas ganz Wichtiges da, aber man benennt es nicht. Talat, im Unterschied zum Beispiel zu Sultan Abdul Hamid, ist keine wirkliche Referenzfigur heutzutage. Aber eigentlich ist vieles, was in den letzten Jahren, letzten 3, 4, 5 Jahren in der Türkei geschehen ist, nur historisch einzuordnen, wenn wir wissen, was damals İttihat Terakki einerseits erlebt und andererseits, wie sie gehandelt hat, also wie sie an die Macht und in so Einparteienmachtstellung gelangt sind. Also da ist sicher Abdul Hamid ist offensichtlich wichtig, ist auch rhetorisch wichtig, ist in der Propaganda wichtig, ist praktisch sein Plakat, steht immer wieder bei Wahlveranstaltungen hinten aufgehängt oder bei Kalendern der Partei, die sie verschenken, zusammen natürlich mit Mustafa Kemal. Talat nie, meines Wissens, also bei gewissen Gruppen schon, aber das sind kleinere Gruppen, das ist nicht die heutige Regierungspartei. Und doch ist er eigentlich von einer Statur, historischen Statur und Bedeutung und seine Parteipolitik und die Muster der Politik, die inklusive Wahlen, die nicht regulär waren, die sehr stark nachgehalten haben. Das Zweite, das habe ich ja schon gesagt, mit dem Einparteiregime und auch Talat und Ziya Gökalp, dass man die wirklich zusammensehen muss als ein Paar. Der eine der Prophet, wenn man so will, und der andere der Politiker. Und
auch den Begriff rechtsrevolutionärer Nationalismus. Das ist einer, den ich wirklich sehr bewusst setze hier drin. Talant versteht sich auch in seinen Memoiren, aber hat sich immer wieder als revolutionär bezeichnet. Und darum, also dieser Revolutionsbegriff beinhaltet Gewalt nach innen. Ich meine, wir haben in Europa den Ersten Weltkrieg, doch fast ausschließlich haben wir die Gewalt an den Fronten. Also es sind die Soldaten, die kämpfen, Gewalt ausüben, aber wir haben nicht im Innern des Landes massivste Gewalt. Wir haben sehr wohl im Russischen Reich zum Teil größere auch Zwangsmigrationen, Deportationen, aber wir haben nichts in dem Ausmaß und in der Art, wie wir es im Ersten Weltkrieg in der Türkei haben, also wo tatsächlich ein Krieg nach innen auch wütet. Und es ist, also Krieg ist nicht ganz das richtige Wort, es ist eine Politik und es ist in erster Linie Talats Politik einer völligen ethnischen, ökonomischen Ummodelung, vor allem in Kleinasien. Ich gebrauche den Begriff Faschismus auch im Buch, oder Protofaschismus präziser gesagt. Göckal hat sehr vieles geschrieben und es ist nicht eingehend eigentlich erforscht. Ich habe insbesondere auch die Schriften von 1918 gelesen, also als dieser Überschwang herrschte mit dem Kollaps Russlands und dann Brest-Litovsk und dann die freie Bahn Richtung Turan, das was man schon in 1914 wollte, und es endete damals in der Katastrophe, in der Schlacht von Kasan-Kamsch. Das wurde geglaubt, sei jetzt realisierbar. Und in diesem Zusammenhang entwirft er eine Zukunft eines riesigen Raumes, also von Istanbul bis und mit Zentralasien, 40 Millionen Türken, wie er es nennt. Und da ist die Rede in keiner Weise natürlich von einer irgendwie demokratischen Föderation, sondern nicht nur durchschimmert, sondern was sehr klar, eigentlich explizit ausgedrückt ist, ist ein Staat, der einer Armee gleicht, also ganz hierarchisch und wo das Individuum verschwinden muss gegenüber dem Willen des Staates und auch dem charismatischen Führertum, das ihm vorschwebt. Es ist ein Staat ohne Gesellschaftsvertrag. Warum? Er sagt, wir haben was viel Besseres, wir haben Dinu Devlet, wir haben den Staat, der sehr viel tiefere Banden hat, nämlich die Banden der Religion und des Türkentums. Ein Gesellschaftsvertrag ist sozusagen eine Beleidigung für uns. Aber ein Gesellschaftsvertrag ist die Voraussetzung für ein wirklicher, ausgehandelter Gesellschaftsvertrag. Aller Beteiligten ist die Voraussetzung natürlich jeglichen konstitutionellen Staates. Nun, die große Frage ist natürlich, aber das war doch alles vor der Republik, das war doch alles vor Mustafa Kemal. Was soll das zu tun haben? Und bitte nehmt uns nicht den Boden unter den Füßen weg. Und das ist ganz sicher nicht meine Intention. Ich bin ein friedlich veranlagter Mensch, aber man muss trotzdem sagen, was Sache ist. Also Mustafa Kemal war auch Mitglied von Itihad Terakki. Erstens. Zweitens, fast alle Mitarbeiter, gegen 99% waren Itihad Terakki Mitarbeiter, vor allem der Staff, also die Kadermitarbeiter von Talat, die gingen über nach Ankara.
zu Mustafa Kemal blieben Jahrzehnte in Stellung als Minister, als Walis, Gouverneur der Provinzen, in sonstigen hohen Positionen, nicht so sehr Envers oder andere Talats-Mitarbeiter, weil Talat die prägende, die starke Figur gewesen war. Er hatte ja Anatolien schon umgestaltet und gleichsam vorbereitet dafür, dass es ein türkisch-muslimischer Nationalstaat werden konnte. Aber jetzt kann man oder möchte man gerne sagen, und man hat es jahrzehntelang im 20. Jahrhundert so gesagt, weil es auch aus dem diplomatischen Interesse lag, der Kemalismus hat doch einen säkularen Verfassungsstaat geschaffen. Hat er doch. Also zumindest formal hat er das. Das ist ungefähr so, wie Sozialismus und existierender Sozialismus. Also ich würde daher vorschlagen, vom real existierenden Kemalismus zu nennen. Das hat nichts mit säkularem Verfassungsstaat zu tun. Oder wenig. Seien wir mal etwas vorsichtig. Wenig. Ja. Vor allem die handverlesen waren nach dem Willen zum Beispiel des Führers. Und auch ein Konzept von Nation, das eben wiederum nicht auf den Gesellschaftsvertrag, sondern auf diese mythischen Vorstellungen, wie bei Gökalp, so zurückging. Also Gökalp war auch einer jener, der nach Ankara ging. Talat selbst konnte nicht, also da wäre dann auch die Konkurrenz zu groß gewesen. Da war Talat eine zu starke Figur. Er wurde ja auch getötet, also er konnte dann gar nicht. Das war sowieso hypothetisch. Aber auch wenn er überlebt hätte, er hätte keinen Platz gehabt neben Mustafa Kemal. Aber Gökalp ging und er passte sich relativ leicht diesem neuen Regime an, eben weil es gar nicht so verschieden war in der Kernvorstellung der Nation. Der Pantürkismus musste aufgegeben werden in der territorialen Dimension, also eben bis nach Zentralasien, auch politisch oder direkt kulturpolitisch irgendwie einzuwirken. Das stimmt, auch der Islam, das ist wahrscheinlich der allerwichtigste Punkt, der wurde ja von Mustafa Kemal unterdrückt, der Religionsunterricht wurde abgeschafft, die Scharia wurde abgeschafft, das Schweizerische Zivilgesetzbuch wurde eingeführt, das waren sehr gravierende, sehr, sehr schwerwiegende Eingriffe und eigentlich im Prinzip auch ein Rückgrat von Laizismus. Nur, aus heutiger Perspektive sehen wir, dass das nicht ein sehr starkes Rückgrat war, zumal vor einem Jahr die Müfti-Ehe wieder eingeführt wurde und weil es nicht aus seinem Konsensdenken heraus, sondern von oben herab eigentlich im Sinne einer Repression geschah, die eben dann den Islam nicht längerfristig auch aus diesem politischen Denken hinaus brachte. Und vielleicht das Letzte noch, der Pantürkismus ist auch nicht ganz weg, wenn wir ganz genau hinschauen im Kemalismus. Weshalb denn? Die Geschichtsthese der 30er Jahre, das ist eine völlige Überhöhung des Türkentums. Also das Türkentum ist einerseits als Proto-Türkentum der ewige Besitzer Klein-Anatoliens. Das soll die Anthropologie und die physische Anthropologie bewiesen haben, ist natürlich pseudowissenschaftlich. Und zweitens die türkische Sprache, aber eigentlich das Türkentum insgesamt, ist die Wiege der Menschheit und der menschlichen Sprache und Zivilisation. Also da sind wir genau wieder bei dieser überrissenen pan-türkischen Dimension.
nicht mehr territorial, aber halt trotzdem im Denken. Jetzt ist die Frage, wie viel Zeit Sie noch haben oder Sie mir geben wollen. Pardon? Also ich hätte jetzt einfach noch zur Illustration sozusagen verschiedener Punkte, die ich nannte. Nun, also jetzt wird es einfacher sozusagen. Jetzt geht es einfach so um ein paar Aspekte. Wir müssen immer auch die Geschichte, die politische Biografie von Talat, aber auch die Partei Idea Terakki und überhaupt das späte Osmanische Reich natürlich im Kontext, im internationalen Kontext sehen. Wir müssen sehen, dass es ein Reich war, das schrumpfte, und wir können die Mentalität dieser Parteileute, die dermaßen gleichsam besessen waren vom Reich, ich meine, das ist etwas, was wir ja aus Europa auch kennen, die können wir auch nur nachvollziehen, wenn wir uns bewusst sind, wie unglaublich verletzt und beleidigt, traumatisiert, aber auch beleidigt in ihrer imperialen Ehre sie sich nach jeder Niederlage fühlten, und vor allem auch, was die Verluste auf dem Balkan betraf, weil der Balkan und Kleinasien waren die historischen Ursprungsorte und Pfeiler des Osmanischen Reiches, und fast alle, also Talat, Enver, Mustafa Kemal Atatürk, nur drei Beispiele zu nennen, stammten alle vom Balkan. Und zwar aus Gebieten, also abgesehen jetzt Edirne, aber Talat war meistens in Saloniki, also Gebiete, die verloren gingen. Das heißt, das sind, wie es einer der Kemalisten dann nannte, das sind Leute, die in ein verheißenes Land zogen, das sie fast gar nicht kannten. Kleinasien kannten die weitgehend gar nicht. Vor allem nicht den Osten von Kleinasien. Und sie verstanden sich ja auch als die Söhne eines Reiches, Evlade Fatihan, wie das auf Osmanisch heißt. Ich habe ja auf die jungtürkische Revolution angespielt, die wir eigentlich einen osmanischen Frühling nennen können, der länger andauerte, aber eben auch nicht lang, als der arabische Frühling vor kurzem, wo es darum ging, dass die Verfassung, die es bereits gab und die aber nur knapp über ein Jahr mal in Kraft getreten war, 1876-77, dass die wieder installiert und auch reformiert, erweitert wurde, und das Parlament damit natürlich dann auch wieder eingeführt wurde. Und das war eine Verbrüderung auf den Straßen aller Städte, von Saloniki, Istanbul bis im Osten Kleinasiens, Van, Diyarbakir, Bagdad, Jerusalem, Damaskus, Verbrüderung und Geschwisterung auf den Straßen, dass sich die Angehörigen der verschiedenen Religionen in die Arme fielen, gemeinsam beteten in Moscheen, in Kirchen. Und Talat ist dann in die Politik eingestiegen, also wir sehen ihn hier eben in dieser Phase, und hat tatsächlich parlamentarische Politik betreiben wollen, als ein Hoffnungsträger, nicht nur im Reich, sondern auch außerhalb. Er macht eine Reise nach London, wurde empfangen, inklusive vom König und auch vom zionistischen Club, und ging dann nach Berlin bei der Rückreise,
Also er galt eben als ein Hoffnungsträger. Und er war bereit, im Unterschied zu gewissen anderen hartgesottenen Revolutionären im Komitee der Partei, eine transparente parlamentarische Politik zu machen. Also zumindest war er mehr bereit und scheiterte. Er scheiterte. Natürlich, er scheiterte nach den Erwartungen, die sie hatten. Und sie hatten die Erwartung, das Reich zu stärken, sicher nicht noch mehr Territorium zu verlieren und es stärker zu zentralisieren. Und wahrscheinlich muss man im Nachhinein sagen, oder man konnte es damals auch schon, gewisse haben es auch gesagt, mit solchen Erwartungen musste man scheitern. Man musste bereit sein, auch gewisse Schrumpfungen, territoriale Schrumpfungen in Kauf zu nehmen, wenn man dafür konstitutionelle Politik wirklich verwurzeln wollte im Kernbereich. Und der Kernbereich, das war Kleinasien. Aber es war ihnen der Itiatherapie wichtiger, die gute Leute nach Libyen zu senden, Guerillakrieg zu führen, patriotisch, heldenhaft. Mustafa Kemal ging dorthin, Enver Pasha ging dorthin. Sie waren dann fast zu spät, als der Balkankrieg ausbrach. Und vor allem, sie vergaßen ganz und gar den Verfassungsstaat von innen her aufzubauen. Das sagt man natürlich leicht als Historiker, aber es ist dennoch die Wahrheit. Und Talat ist ein Gescheiterter dann eben 1912, das ist eine Karikatur von 1912. Wo er quasi am Grabstein des Parlaments sich anlehnt, als derjenige, der doch so sehr das Parlament als seine Tribüne auch benutzte. Aber es ist definitiv von dieser Welt gegangen, heißt die Grabsteininschrift. Und danach sehen wir, also diese Karikatur ist vom Juli, beziehungsweise unsere Zeitrechnung 5. August 1912, und danach sehen wir ihn einen wirklich knallharten, kriegsbetonten, radikalen, göckalpischen Kurs einschlagen. Also die sozusagen die Verfassung, das wird dargestellt, eben diese prekäre, fragile Situation einer Verfassung, die eigentlich durch jungtürkische Offiziere getragen wird. Ein Baby sitzt auf dem Buch der Verfassung. Das ist nun vorbei. Also dieser Versuch ist vorbei für Talat. Natürlich, die Verfassung formal ist immer noch da. Aber es geht nicht mehr um ein konstitutionelles, gemeinsames Aufbauen eines Reiches, das auch demokratischer sein soll und das auf alle Bevölkerungsgruppen sich abstützt. Ich muss vielleicht ergänzen, dass die Armenische Revolutionäre Föderation mit beteiligt war bei der jungtürkischen Revolution. Die waren Alliierte. Und auch im Juli, im August, Anfangs August 1912 ist diese Allianz gekündigt worden von Seiten der Armenisch-Revolutionären Föderation, wobei dann informelle Kontakte trotzdem weitergingen. Talat war relativ involviert, war ein involvierter Mitglied der gemeinsamen Kommission, die es zwischen dieser armenischen Revolutionären Föderation, das existiert ja heute noch als Partei, und Itiatherapie gab. Das einzige Foto von Sia Gökalp, das ich auftreiben konnte. Ja, zum Beispiel sehen wir hier Sia Gökalp im also
zu einer Feier, die von der Eroberung von Istanbul, das wird ja auch jedes Jahr, auch heute, also auch dieses Jahr, letztes Jahr, immer noch gefeiert. Und die Ideaterakie hat diese Feiern wieder sehr stark gepusht, diese Jahrestage von Schlachten oder von Eroberung von Istanbul natürlich ganz besonders. Und da ist Sia Gökalp ist daran, eine Rede zu halten auf diesem Bild. Nun, eben der Unterschied vom Weltkrieg im Osmanischen Reich und demjenigen in Europa, also der war eigentlich zwiefach. Erstens, Krieg war ja schon 1912, 13 im Osmanischen Reich. Wenn wir jetzt mal Libyen außer Acht lassen, das war 1911. Also eigentlich die ganze Kriegschronologie ist eine andere. Und der Krieg geht dann ja weiter um Kleinasien. Also eigentlich ist Krieg von 1911 bis 1922. Das ist mal der eine Unterschied zu Europa. Der zweite Unterschied, es ist auch Krieg oder vielleicht besser gesagt, sehr viel Gewaltanwendung nach innen. Und das ist ebenso wichtig für Talat. Also für ihn ist die Umgestaltung Anatoliens ein zentrales Kriegsziel. Und Teil und eben der Völkermord in der Nacharmenien ist ein Element dieses Demographic and Economic Engineering, von dem auch andere Gruppen betroffen sind, also auch die Rum, das heißt die griechisch-orthodoxen osmanischen Staatsbürger, auch die assyrischen, also die, oder Kaldäer, ja, es gibt verschiedene Benennungen für sie, die Kaldäer, die vor allem in gewissen Bereichen im Südosten, also die Arbakir, Van, Bitlis, voll vom Völkermord mit erfasst sind, weil der Völkermord an gewissen Orten im Osten ein Völkermord der Christen ist. Also da wird nicht unterschieden, ob Armenier oder Assyrer. Talats Politik allerdings ist gegen die Armenier. Also die Zentrale hat keine zumindest bis jetzt klar für uns Forscher klar ersichtliche also schon eine anti-assyrische Politik, aber nicht eine, die man jetzt einen zentral gesteuerten Völkermord nennen könnte, wie bei den Armeniern. Es ist trotzdem ein Völkermord, weil die regionalen, also Walis, Gouverneure und andere Lokalfürsten, eben das, was mit den Armeniern geschehen sollte, aufgrund der Befehle vom Zentrum her, einfach auf alle Christen anmachten. Also die Assyrer haben durchaus Recht, von Seifo zu sprechen und Seifo als einen Völkermord zu verstehen, weil es tatsächlich um eine wesentliche Vernichtung der Gruppe in großen Teilen sich handelte. Also eben ein Krieg, ein totaler Krieg in einem anderen Sinn als in Europa im Ersten Weltkrieg. Das ist in Europa erst, es beginnt mit der Russischen Revolution und dem Bürgerkrieg, wo wir auch Gewaltanwendungen im höchsten Ausmaß dann nach innen haben, aber es ist später, zeitlich etwas später. Und dann im Faschismus, unter dem Faschismus eine Gewaltanwendung massiv auch nach innen. Und natürlich im Zweiten Weltkrieg potenziert. Das ist dieses sogenannte Notizbuch von Talat, wo eigentlich eben diese ethnisch-demografische Politik sich auch, wo die sozusagen ausskizziert wird. Es hat auch Statistiken drin in diesem Notizbuch, weil er hat immer verlangt von den Gouverneuren der verschiedenen Provinzen, dass sie ihm die Zahlen senden. Ja, wie viele sind denn jetzt noch dort? Die Zahl sollte ja möglichst niedrig werden, also die Zahl der Armenier. Und sind die anderen schon angekommen, nämlich die Muslime, die in die Häuser der Armenier kommen sollten?
Und das hat er dann zusammengefasst in einem Notizbuch, wo wir aber nicht ganz sicher sind, also möglicherweise ein Sekretär von ihm hat das geschrieben. Ja, also ich nenne das Ding das Minimalziel der von Talat, nicht nur ihm, also einer Türkismusbewegung. Es gab einen Türkistenkongress in Genf in 1913 während des ersten Balkankriegs. Und das ist aus den Protokollen dieses Kongresses vom März 1913, also wo ganz klar schon als Ziel genannt wird, Anatolien zu einem Türkjurdu zu machen, das heißt zu einem voll und ganz von türkischsprachigen Muslimen dominierten Region, wo also türkischsprachige Muslime vor allem auch ökonomisch, politisch sowieso, auch ökonomisch und kulturell das Sagen haben. Und wenn jemand mich fragt, ja, wie wagen Sie es, das Buch auch in Ihrem Buchtitel Vater der Nation oder der Türkei zu schreiben, dann sage ich, Ziya Gökalp hat es so geschrieben in einem Gedicht vom September 1915, wo er schreibt, die Nation wäre verwaist ohne dich. Also das heißt, du bist der Vater der Nation. Nämlich Talat. Das ist ein Lobgedicht an Talat, das er schreibt. Damals war Talat noch Bey, er hatte noch nicht den Pascha-Titel, den kriegte er anfangs 1917, als er Großvezier wurde. Das hat nicht wahnsinnig viel an seiner schon faktisch primären Machtposition geändert. Aber natürlich war es noch eine zusätzliche Machtposition, dass er der Premierminister, der Großvezier wurde. Die Lobhudelei, sagen wir mal, auf Talat, die beschränkte sich nicht auf die Parteipresse. Also die Presse war voll und ganz zensuriert, 100% muss man sagen, zensuriert. Auch alle Oppositionspolitiker, die nicht fliehen konnten nach Europa, die waren im Gefängnis. Nee, also die Lobhudelei war nicht nur von der osmanischen Presse, sondern auch der deutschen Presse. Es waren ja Kriegsverbündete. Und namentlich auch von Zionisten. Das eine ist ein zionistisches Blatt hier, inklusive dieses Medaillon, das hier abgedruckt ist, das ist von Alfred Nossig, das war ein deutscher Zionist, ist das verfertigt worden, der war zugleich auch ein Künstler und hat Talat verewigt. Und es gab auch noch weitere Büsten, die von deutschen Künstlern zu Ehren von Talat geformt und ihm dann ehrerbietigst überreicht worden. Das war alles nach dem Völkermord oder zum Teil fast während des Völkermords. Also wenn ihr das Gedicht von Gökalp war im September und Nossig hat auch im September ein Buch verfasst, das dann im nächsten Jahr rauskam und das wirklich in den höchsten Tönen von diesen energischen Führern der neuen Türkei, die eine neue Generation von Politikern ankündigten, schrieb. Das Bündnis mit Deutschland ist eine wichtige Sache. Es ist ein etwas, was ja über Jahre gedauert hat. Es ist etwas, was längerfristige Auswirkungen gehabt hat, wenn man sich überlegt, dass jahrelang Propaganda betrieben wird und es eigentlich praktisch unmöglich war, für normale Leute Gegeninformationen zu bekommen, andere als diese Propaganda-Informationen. Da
Das ist ein Aspekt dieses Bündnisses. Der andere Aspekt ist derjenige, und das betrifft Talats Biografie. Hier sehen wir eine private Notiz von Talat, die er einem deutschen Mitarbeiter, kann man sagen, der des Auswärtigen Amtes gegeben hat. Das war der Eugen Jeck oder Ernst Jeck. Und wo er ausdrückt, und ich nehme ihm das ab, dass für ihn dieses Bündnis ganz wichtig sei. Nicht nur ein Zweckbündnis während des Krieges, sondern eines, das er auf längere Zeit eigentlich plane. Also da ist er schon Großvezier, das hat er im Herbst 1917 geschrieben. Ist auch eine Zeit, also wo Russland auseinanderbricht, die Revolution dann, die zweite Revolution des Jahres, also die Oktoberrevolution, die ist ja bereits auch schon, die ist, ja, die ist auch schon, die Oktoberrevolution steht bevor dann, ja. Das ist unsere Zeitrechnung. Und also wo er effektiv, also der wichtige Aspekt ist, dass er an den Endsieg von Deutschland glaubte. Das ist mit ein Grund, dass er erst ganz spät realisiert hat, dass der Weltkrieg verloren war. Weil er also von dieser falschen Voraussetzung ausging, weil er irgendwie nicht dieses globale Denken hatte, dass Deutschland ja unbesiegbar sei. Das war möglicherweise mit beeinflusst von Enver, der Deutschland sehr bewunderte. Und vielleicht kann ich an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass Talat durchaus religiös war. Also ich habe versucht, klarer zu kommen, teilweise rede ich von einem Kulturmuslim, also wie man von Kulturchristen redet, kann man von Kultur Muslimen reden, also wo nicht so sehr das explizite Bekenntnis oder die theologische Auseinandersetzung sichtbar wird, aber wo voll und ganz die Identifizierung, die kulturelle Identifizierung da ist. Also das ist sicher der Fall. Möglicherweise geht es auch etwas mehr, geht es etwas weiter, weil es ja bei Gökalp weitergeht. Also für Gökalp hat ja auch zum Teil theologische Schriften oder theologisch angehauchte Schriften. Ja, also jedenfalls hat er dieses für ihn sehr ernsthafte Schreiben dann mit einer Sure noch quasi besiegelt, der Siegessure. Ja, das, ich meine, man hat lange immer nur vom Komitee, also von diesem Zentralkomitee der Partei, sowie von einer Blackbox gesprochen. Man hat gar nicht auf die einzelnen Figuren geschaut, also ich rede jetzt auch von der Forschung. Aber die einzelnen Figuren spielen eine Rolle und sie haben durchaus auch ihre, sie inszenieren sich. Also hier inszeniert er sich, der Talat, als jemand in Uniform, als der starke Mann an der Spitze des Osmanischen Reiches in Uniform. Also ich glaube nicht, dass je ein Großvezier vor ihm in so einer Uniform sich repräsentiert hätte. Ich meine, wir sehen ja fast Mussolini vor uns, wenn wir ihn so sehen. Ja. Pardon. Ja, das sind noch zwei Ausschnitte aus dem Briefwechsel zwischen Talat Pascha aus Berlin und Mustafa Kemal, wo einfach sehr deutlich wird, dass sie beiden sich respektieren, akzeptieren und absprechen und dass sie einer Meinung sind über das, was zu tun ist. Also nämlich eine Machtorganisation aufbauen, aber auch eine parlamentarische Fassade aufbauen. Das müsse getan werden und sie sind sich einig und Mustafa Kemal dankt Talat, dass er im Ausland ganz genau in diesem Sinn agitiert und Fäden zieht und auch Propaganda befördert und auch durchaus stark dazu beigetragen hat, dass in der Berliner türkischen Diaspora nicht mehr von den Kriegsverbrechen gesprochen wurde. Das war nämlich ein ganz großes Thema
nach dem Ersten Weltkrieg hier in Berlin, unter den Türken hier in Berlin, die nicht wollten, dass diese Leute wie Talat, Nazım, Başakşehir etc. da jetzt plötzlich Exil kriegen, sondern die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Und diese Bewegung, die kam zum Teil, also vor allem von jungen Studenten auch, es gab relativ viele türkische Studenten, sogar die auch in Kontakt standen mit Sozialisten hier in Berlin, und die waren natürlich sehr kritisch eingestellt und sehr auch wach und sehr viel besser informiert als diejenigen in Istanbul, die keine Ahnung hatten von dieser, davon, dass möglicherweise nicht einmal wussten, was mit den Armeniern geschehen war, und zweitens auch dachten, das sei längst Vergangenheit. Und hier in Berlin plötzlich realisierten sie, das ist ganz aktuell in Deutschland. Das war sehr aktuell. Es wurde diskutiert vom Frühjahr 1918 an, weil da kriegten Deutschland und die osmanische Türkei ernsthafte Probleme im Kaukasus. Sie gerieten aneinander, sogar einmal mit Waffen sogar. Da haben dann auch zum ersten Mal Deutsche Klartext gesprochen, also dass die osmanischen Streitkräfte eigentlich die Armenier wieder vernichten wollten und dass sie lügen würden, dass Enver lügen würde, Talat lügen würde, sagte General Lossow in der Ostbotschaft in Istanbul, wenn sie etwas anderes behaupten würde. Also es war dann sehr aktuell, und das erste Mal haben die Deutschen das nicht propagandistisch verleugnet, wie sie es von August 1915 an taten. Und das war in Berlin natürlich dann auch angekommen in der Öffentlichkeit. Und Talat hatte es nicht leicht am Anfang. Plötzlich auch die Osmanen hier, also die Muslime, die osmanischen Muslime in Berlin ihn sehr schräg anschauten. Und da hat er aber erfolgreich gearbeitet, und es kam ihm entgegen, dass dann eben alles, was irgendwie Kriegsverbrechen aufs Tapet brachte, in den Topf mit Imperialismus getan werden könnte. Vor allem als die Griechen dann ja von den Briten unterstützt Izmir besetzten. Und von da an gab es nur noch 0-1. Also entweder seid ihr mit uns, das heißt mit den Nationalisten, das heißt mit Talat, das heißt mit Mustafa Kemal, oder ihr seid mit den Imperialisten. Wenn ihr von Kriegsverbrechen sprecht, seid ihr mit den Imperialisten. Und schließlich hat ja auch Moskau, also die Bolschewiki, haben dies unterstützt. Die Bolschewiki hatten noch 1918 zusammen mit den Briten dieselbe Position, also die Briten hatten ja mit der Balfour-Erklärung auch die Unabhängigkeit Armeniens als Ziel, also das war ja sogar ausdrücklicher, das Nationalherrn der Juden war ja nicht eine nationale Unabhängigkeit, aber in Armenien war es eine ausdrückliche Unabhängigkeit, haben sie befürwortet, und die Bolschewiki haben das unterstützt, und sie haben erst nachher dann, also 1920 definitiv mit dem Bündnis mit Ankara, haben sie eine Kehrtwende vollzogen. Während vorher haben sie noch auf die Rückkehr der überlebenden Armenier gedrängt, auch in den Verhandlungen mit den Vertretern der Ankara-Regierung. Aber eben diese Polarisierung hat dann dazu geführt, dass am Schluss eben wer Nationalist war, der musste sagen, das ist imperialistische Verschwörung, wenn man von einem Völkermord an den Armeniern spricht. Das war die Situation damals, und das ist das, was dann über ein Jahrhundert fast weitergeführt wurde. Ja, also vielleicht diese Karte noch, das Resultat sind ja, Sie kennen, einfach das Wichtige ist mir bei dieser Karte, ist zu sagen, wir sollen doch Europa und den Nahen Osten zusammen anschauen.
Wir haben einen Gürtel neuen Staaten nach dem Ersten Weltkrieg auf der Basis der Pariser Verträge, also Versailles gehört dazu, und dann Lausanne schließlich, 1923, ist dann der Nahe Osten. Das sind noch nicht alles neue Staaten, das sind zum Teil noch Mandate, die werden aber neue Staaten werden. Und das ist der Gürtel, der uns im 20. Jahrhundert und jetzt auch, was den Nahen Osten betrifft, im 21. Jahrhundert hochintensiv beschäftigt mit Konflikten. Und zum Konflikt gehört natürlich auch gehören die Konflikte, die erinnerungspolitischen Konflikte. Der Begriff Völkermord zum Beispiel. Nun, so viel von meiner Seite. Ich glaube, ich habe genug lang geredet.